Hallo und herzlich willkommen bei Perfect High 2. So, Nox ist auch nicht bereit. Da wäre ich aber sauer. Okay, die Cops kommen hier schon wieder nicht durch die Tür, dann gehe ich halt einen anderen Eingang. Da wäre ich aber sauer, sagt sie. Das war eigentlich fast schon ein Kompliment. Ja. Alter, die sind alle hier wie hier Spezialeinheit der deutschen Bundeswehr, nicht... Lappeneinheit. So. Ich stelle hier erstmal am Eingang. Lappen! Mann! Vorführfeld! Lappenforce! Ja, Lappenforce, Alter. Ach Mensch, jetzt hab ich aber Druck, ja? Du hast das Druck? Druck, Alter, Auf Eier oder was? Alter, sag doch nicht piep. So laut. Piep! 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 So, ich bin erfolgreich infiltriert. Was? Infiltratore. A, B, C, D, E, F, G. Alter. Ich hab diese Runde noch nicht gewonnen. Ich will auch so einen Arbeitsort haben, Alter. Was soll das? Guck mal, wie schön. Okay, jeder hat nur einen Laptop, aber das ist ja... Das spielt ja nicht zur Sache, weißt du? Kann ja Homeoffice machen in der Bank. Richtig, ne? Homeoffice-Termine. Aber ich glaube, so schön wie es hier ist, es fehlt noch so ein Whirlpool und so ein... Nein! Was? Nein! Was? Was zum Teufel? Einbruch gemeldet! Los! Oh nein, nein! Nein, ich wurde erschossen! Alter, sie sind überall die Kakerlaken, Alter! Ey! Er schießt sie! Sie haben es nicht verdient zu gewinnen! Warte, wer hat jetzt wo... Hä? Was ist gerade passiert? Also ist das ein Geräusch? Hey, wie kann das sein, dass die Polizisten rauslaufen und die Tür zu machen, ohne sich umzudrehen? Hey, sind das paranormale Menschen oder also so? Was ist das für ein Geräusch? Sie haben den Beruf halt gelernt. Das ist dein Magen, du hast Hunger. Du lernst bei der Polizei, lernst du auch Psychokinese. Ja, was ist das für eine paranormale Polizei? Ist das mein Donut? Manchmal lerne ich auch Poki-Chinese. Poki, das will ich auch. Was ist das für ein Geräusch, Leute? Das ist doch kein Feueralarm. Was? Nee, das ist Poki-Chinese. Das ist der Poki-Alarm. Ja. Poki-Poki, Tuki-Tuki. Das ist das Poki-Chinese. Aha. Das ist der Bauio-O-Meter. Wie viele Tresore soll ich denn hier deffen? Ich meine... Was gibt's denn hier für Tresore? Ach so, das ist doch dein Router, der hier piepst, Niago. Das ist mein Router, der piepst? Ja, der am Eingang so. Hatte nichts Besseres zu tun, als uns auf den Sack zu gehen. Das kann ja gar nicht sein. Ach. Nein. Wir haben Kenny getötet. Sie haben Jurikov getötet. Nein, jetzt müsste eigentlich kommen, ihr Schweine. Solche Sachen sage ich nur offstream. Ja, weil es so schlimm ist. Ja. Alter, du wurdest wieder umgenietet. Ja, passiert. Nee, und du sagst, ich habe während meiner Ausbildung geschlafen? Nee, der Punkt ist, ich werde da gerne flachgelegt. Und desto öfter, desto besser. Weißt du? Ich wurde beim Masturbieren erwischt, Mann. Masturbieren. Ich störe doch niemanden dabei, Alter. Ja, dann geh doch bitte außerhalb des Gebäudes masturbieren. Alter, was juckt dich das, wo ich masturbiere, Alter? Ja, wenn es vor meinen Leuten ist, die sind schwulenfeindlich. Ja, sie sind sehr homophob, Alter. Ja, da zwei. Guck mal, sie haben auch so einen schwulenfeindlichen Bart, haben sie auch. Männer, die alleine masturbieren, sind schwul. Auf. Oh mein Gott. Das ist schon krass, Niago. Also ich würde vielleicht
Meine TikTokerin, die ich sonst immer so gucke, also ich habe so ein paar, die ich gerne gucke, die hat so eine Kiwi gepostet und jetzt wird ihr Transfeindlichkeit unterstellt, weil angeblich die Kiwi aussagt, man ist transfeindlich. Das weiß doch kein normaler Mensch. Was? Ja, Kiwi soll bedeuten transfeindlich. Und ich glaube, wenn du einen Frosch... Kiwi transfeindlich. Weil eine Kiwi zwei Geschlechter hat. Echt? Wie so, das reicht mir jetzt. Hey, was soll das? Du hab ihn gefunden. Warum konnte ich den Automaten nicht hacken? Ich hab ihn zweimal gehackt, Kiwi, Alter. Transfeindlich sein. Transfeindliche Automaten. Wegen einer Kiwi. Nein, Quatsch. Kiwi? Echt? Ich wusste nicht, dass Kiwi zwei Geschlechter hat. Ja, irgendwie so. Ich verstehe es auch nicht. Weißt du, das ist, weil man du muss es nicht verstehen. Man muss es nur befolgen, obwohl man es nicht weiß. So. Ansonsten wird man gehatet. Aber das will auch keiner wirklich wissen, oder? Warum auch? So. Wenn ich transfeindlich wäre, dann, ich verstehe nicht, aber dann könnte man dann nicht einfach sagen, ich bin transfeindlich? Hm. Man wäre von den Leuten dann nicht gemocht werden, oder? So. Ich verstehe dieses System nicht. Ich würde einfach sagen, wenn ich transfeindlich wäre oder irgendjemand hassen würde. So, ich hasse Katzen. Ha! Was bist du da? Neko-feindlich oder was? Neko-feindlich. Ich bin Neko-feindlich. Nee, das ist was komplett anderes. Nee, das ist was anderes. Ja, aber ist auch mal eingefallen. Das ist ein bisschen was anderes. Also, wow, ich will ja nichts sagen, aber das war deutlich unter deinem IQ, die Aktion, oder? Nein, woher hätte ich wissen sollen, dass da hier das gleich ein Bulle rauskommt, Alter? Das ist genau das, was er sonst so kann. Ey, was soll denn das? Aus dem Weg! Ich kann mehr als ein Zoos. Tüt. Nein! Ey, Nyako, Alter! Ist nicht da... Oh. Alter! Nee, ich kann dir das nicht... Ja... Ey, das ist so ein Pech, ne? Wo ist das Geld hin? Hm. Das ist gut. Okay, das war der Falsche. Fuck, sie hat da was installiert, was nicht gut ist für mich. Was? Das hast du doch schon bemerkt. Ja, aber ich wusste nicht, dass es auf meine Drohne Auswirkungen hat, Alter. Ja, was soll denn das sonst Auswirkungen haben? Auf das Auto, weißt du? Auf ferngesteuertes Auto. Ach, fick dich doch. Nein! Bowie, häng dich mal rein, du Kacklappen. Ja, was soll ich? Na, ich hab's schon gesehen, sie aber... Sie hat meine einzige Klasse genommen, was soll ich machen, Alter? Sie hat mich neutralisiert. Ich hab ihn neutralisiert. Der einzige, der sich neutralisieren, bist du. Wenn du schaffst, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen, was? Ja? Was? Soll er alleine schaffen, oder was? Nein, schaff es nicht aus dem Fenster. Ich hab schon mit aller Kraft, hab ich das, was wir haben, rausgeholt. Nein, ihr kriegt das nicht. Aus! Oh. Offensichtlich krieg ich das ja nicht gebracht. Hä? Ach, hier oben liegt noch Geld, krass. Wolltet ihr das nicht? Ist das nicht mehr gut? Na, dann geh ich mal weg. Dann lasse ich das mal unbeobachtet. Habt ihr Freunde? Ja, kauft ihr mal irgendwas. Wir lassen dir die paar Kröten als Nettigkeit. Kauf ja. Davon. Und du willst jetzt mit ihnen 50-50 machen, obwohl du 100% davon rausgetragen hast? Nein. Bist du sicher? Willst du einfach deinen Anteil ansacken und sagen, ja, tut mir leid? Aber... Nee, wir warten, bis wir damit entkommen sind. Und dann erschießt sie ihn. Komm, Lenz, genau. Ich habe gerade mickrige 30.000 geklaut, Alter. Yay. Das ist wirklich mickrig. Das ist wirklich mickrig. Richtig, Mikro. Fuck. Nyako und noch ein Bulle, Alter. Wie unfair ist das denn bitte? Mann. Hast du gesehen? Ich hab dich genau bemerkt. Ja.
Woran hast du es gemerkt? An dem Körpergeruch oder an dem Kackergeruch? Nee, weil du neben dem Geld standst. Also. Ich habe einfach mal gesagt, ja, die 2000 kann ich auch verschmerzen, wenn das jetzt verbrannt ist. Das ist wie eine Motte. Jetzt wird vom Geld angezogen. Ja, genau das. Du hast dann definitiv zu viel Nähe zum Geld gesucht. Komm, irgendwas müssen wir das schaffen, Alter. Dabei nein, ich, gar nicht. Dabei habe ich mir schon Oceans 11 reingezogen, in der Hoffnung, dass ich jetzt besser werde. Haha, ich habe hier oben auch was gepfeffert. Autsch, was war denn das jetzt? Ah, du hast keine Chance. Warum bin ich jetzt dran? Ja, doch mal gewonnen. Ah, ich habe meine Einzelklasse genommen, das passt. Was? Zufall. Ja. Auf zur neuen Runde.